mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Verlassen wir San Vicente de la Barquera. Nicht ohne noch einmal den Strand abzugehen. Dieses Mal habe ich kurzerhand direkt die Schuhe ausgezogen und den Füßen Freiheit gegönnt. Ein letzter Strandspaziergang. Am Meer natürlich. Heute geht es dann weiter mit einem lachenden und weinenden Auge. Es ist schon ein bisschen schwierig hier wegzufahren, aber wir wollen neue Sachen auch wieder sehen. Heute ist es noch sehr bewölkt, aber es hilft ein wenig, um überhaupt loszufahren, oder? Michi, was sagst du? Naja, also es hilft definitiv. Wobei es war jetzt sicher einer der schönsten Plätze, was wir bisher hatten. Es war eine so warme Nacht. 21 bis 22 Grad Celsius und die Luft war warm. Aber der Sand ist am Morgen schon richtig kalt. Noch kälter, wenn man auf den feuchten, festeren Sand geht. Dagegen war das Wasser richtig warm. So ging ich immer mehr ins Wasser und meine lange Hose war am Ende klatschnass. Auch Petey war in Spiellaune und richtig nass und müde für die Fahrt. Die wollte heute nirgendwo mehr raus. Wir hatten vor, mehr Autobahnen und weniger die Landstraßen zu fahren. Letztlich ging es dann 50-50 aus. Kilometer, nicht Zeit. Zuerst haben wir aber Ver- und Entsorgung erledigen müssen. Versorgt haben wir bei einem Park mit einem Trinkwasserbrunnen. Entsorgung natürlich bei einem Stellplatz. Und weil es passte, gab es Sprit für Sunny. Oh Mann, der frisst ziemlich viel. Und wir gönnten ihm eine Dusche. Jetzt ist er wieder Schmuck. Allerdings mit einem dicken Pflaster. Vom Wassertankdeckel sind einige Zapfen abgebrochen. Und nun hält er ganz schlecht. Powertape macht's wieder gut. Blöd nur, mit jedem Wasserfüllen muss das Pflaster gewechselt werden. Zielgegend für heute war Gion. Ganz offensichtlich haben die Surfer hier Freude. Wir allerdings leider überhaupt keinen Parkplatz. Oh, das wäre so hübsch gewesen.
Gion. Da sind wir durch und kurz nachher haben wir einen Strand anvisiert. Der ist wirklich schön und anders. Der Sand hier ist rötlich und natürlich auch die Felsen. Richtig coole Höhlen sind hier und man muss schon auf die Flut aufpassen. Wir stehen da oben, was ja eigentlich auch ziemlich geil ist. Hier haben wir eine voll interessante Felsformation. Gegenüber heute früh ist es hier ja ganz anders. Es ist ganz rot und ausgewaschen. Wahrscheinlich ist die Flut richtig hoch normalerweise. Mal schauen, wie stabil das Zeug ist. Da gehe ich jetzt nämlich hin. Na, Piti, was sagst du? Aha. Ja, sieht stabil aus. Yeah! Ich freue mich schon auf das Videomaterial. Damit komme ich nicht so schnell hinterher. Das sind hunderte Gigabyte. Und jedes hat es doch verdient, angeschaut zu werden, bevor ich es aussortieren muss. Die Pflanzen, die kenne ich sonst halt aus den Steingärten. Die hängen die einfach so am Fels herunter. Und hier passen sie wohl perfekt her. So, und jetzt kommt die Sonne hier wieder her. Yeah! Hey, wir haben einen ganz kleinen Strand gefunden. Der wird gerade frei. Klammheimlich können wir dann hier baden. Das sieht kein Mensch. Es ist sehr wackelig. Und voll cool. Und das Wasser kommt. Kommt das jetzt vor oder geht das? Und wenn es kommt, müssen wir es ballen. Mensch, ich wollte doch hier vorne schauen, wie das da hinten ausschaut. So, wow, wir haben den perfekten Strand mit Höhle. Aber da kann ich jetzt nicht rein. Machst du Fotos? Was macht man nicht alles für das perfekte Foto? Oder Video. Die Piti kommt auch zu dir. Oh, Piti, ich kann nicht. Na, ich kann nicht da runterspringen. Na, wo bist du denn? Na, Piti, ich kann noch nicht. Warte. Piti. Spuren im Sand. Piti, komm hierher. Piti, komm zu mir. Piti, hopp. Beeil dich mit den Fotos. Sie kommt. Wieder hoch. Mike, nicht so weit hinter. Mike, nicht. Du musst wieder raus. Ich würde sagen, wir haben einen wunderschönen Platz gefunden. Einen wunderschönen Platz. Ach, jetzt haben wir schnell ein paar Höhenmeter gemacht. Aber irgendwie mag ich jetzt das Abendlicht ein bisschen genießen mit dieser Aussicht. Weil das hat man ja nicht jeden Tag. Ja, wir sitzen kurz nach Kion. Perfekt hier am Strand, wo wir auch die Nacht verbringen werden. Mhm. Mit dieser Aussicht. Die da wirklich perfekt ist.
am Morgen. Wir wurden zum Glück schon kurz nach 7 wach und Michi sagte noch, gegen 9 sollte die Sonne kommen. Ich machte aber lieber mal unsere Frontscheibenjalousie weg und verlangte direkt nach der Kamera. Der Ausblick war fantastisch und alle drei sind wir zum Strand nach vorn gegangen. Okay, ich weiß nicht, ob man mich sieht. Ich probiere es mal. Es ist morgen. Es ist der 22. Oktober. Man muss nachdenken. Der Kerl da hat uns bewacht. Ich sehe da einen Wanderer mit einer tollen Elvis-Locke. Und die Sonne wird jetzt bald mal da hinten aufgehen. Sind die Kräne auch bei Tag nicht so toll, so wirken sie gegen den Morgenhimmel einfach gigantisch. Der rote Fels bekam ein sattes Rot und der nasse Sandstrand glänzte. Nur ein spanisches Pärchen teilte mit uns diese Idylle. Alle anderen haben sie verschlafen. Wie sagte Michi? Es ist ein Vorteil, dass die Sonne später aufgeht. Für ihn ganz sicher. Oh, schön. Oh mein Gott, ist das schön. Jetzt fange ich gleich wieder zum Lernen. Man kann sich gar nicht entscheiden, wann der Blick am schönsten ist. Und diese rötlichen Berge werden natürlich noch rötlicher. Und ich mache das jetzt so. Wir haben uns schnellstens in irgendwelche Klamotten geschmissen. Und sind jetzt hier draußen am Strand. Es ist der 21. Oktober. Es ist wunderschön. Und ja, wir werden wohl das hier noch ein bisschen genießen und auf die Berge mal hochgehen und freuen uns aber sowas von auf den neuen Tag. Und das Wasserrauschen, ist das nicht genial? Ich weiß nicht, ich kann das ja nicht zeigen, aber da hinten irgendwo steht der Sunny. Geht's perfekter? Ich glaube nicht. Es ist so wunderschön. So wunderschön. Oh je, man dreht sich um und es wird immer schöner. Oh geil. Perfekter Sonnenaufgang. Genau. Und das ist der Vorteil vom Oktober, da ist der Sonnenaufgang später. Ja, das ist definitiv wahr, vor allem wenn es Michi betrifft, ja. Aber ja, es ist perfekt. So, noch ein Schwenk. Der Berg ist jetzt so schön. Aber jetzt sind die Wolken hergekommen. Das heißt, wir haben die beste Zeit erwischt. Bevor wir nun aber die Tagesroute begannen, marschierten wir auf den Küstenweg hinauf. Hinauf, hinauf. Hier,
gehen wir bis hoch. Jetzt stehen wir wahrscheinlich auf dem roten Fels. Und wir wissen ja, dass der unten ausgehöhlt ist. Das ist schön zu wissen. Und als wir oben waren, verweigerte ich die Marschrichtung. Erstens, 15 Grad sind verdammt warm mit Barberjacke. Denke ich, 14 Grad sind kalt und zieh mich so warm an. Grober Fehler. Shit, mir ist jetzt schon heiß. Aber wir sind ja auch schon richtig hochgelaufen. Keine Ahnung, hoch zu diesem hübschen Dorf. Und, oh Gott, das muss ich alles wieder runtergehen. Und zweitens, der Weg ging dann wieder runter, um gleich wieder hinaufzugehen. Nö, da wollte ich doch nur einmal wieder runter. Denn Michi hat für heute die Route geplant. Auf diesem Weg kommen uns sogar Mountainbikes entgegen. Nun bin ich gespannt.